Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort die Arbeit genauer an und die Fragewörter woher, wo und wohin. Woher kommt er? Er kommt von oder aus seiner Arbeit. Dativ. Wo ist er? Er ist bei seiner Arbeit, in seiner Arbeit oder auf seiner Arbeit, jeweils Dativ. Wohin geht er? Er geht zu seiner Arbeit, auch Dativ. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von oder aus seiner Arbeit. Wo ist er? Er ist bei, in oder auf seiner Arbeit. Wohin geht er? Er geht zu seiner Arbeit. Auf im zweiten Satz ist eher regional. Und im letzten Satz könnte man auch sagen, er geht in seine Arbeit. Dann müsste aber der Akkusativ stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und das Wort das Rathaus. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Rathaus. Von ist die Richtung, aus ist wirklich von innen. Wo ist er? Er ist im Rathaus. Wo? Dativ im Rathaus. Wohin geht er? Er geht zum oder ins Rathaus. Zum ist die Richtung, ins wirklich hinein. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Rathaus. Von ist die Richtung, aus ist wirklich von innen. Wo ist er? Er ist im Rathaus. Wo? Dativ im Rathaus. Wohin geht er? Er geht zum oder ins Rathaus. Zum ist die Richtung, ins wirklich hinein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und das Wort die Freundin, feminin. Woher kommt er? Er kommt von seiner Freundin. Wo ist er? Er ist bei seiner Freundin. Wohin geht er? Er geht zu seiner Freundin. Von, bei und zu stehen mit Dativ. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von seiner Freundin. Wo ist er? Er ist bei seiner Freundin. Wohin geht er? Er geht zu seiner Freundin. Von, bei und zu stehen mit Dativ.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und das Wort der Bus. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Bus. Von ist die Richtung, aus bedeutet aussteigen. Wo ist er? Er ist im Bus. Wo? Dativ im Bus. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Bus. Zum ist die Richtung und in ist einsteigen, in den Bus, Akkusativ. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Bus. Von ist die Richtung, aus bedeutet aussteigen. Wo ist er? Er ist im Bus. Wo? Dativ im Bus. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Bus. Zum ist die Richtung und in ist einsteigen, in den Bus, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und das Wort der Supermarkt. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Supermarkt. Vom ist die Richtung und aus dem Supermarkt ist wirklich herausgehen. Wo ist er? Er ist im Supermarkt. Wo? Dativ im Supermarkt. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Supermarkt. Zum ist die Richtung. Und in den Supermarkt bedeutet hineingehen, in den Supermarkt, Akkusativ. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Supermarkt. Vom ist die Richtung und aus dem Supermarkt ist wirklich herausgehen. Wo ist er? Er ist im Supermarkt. Wo? Dativ. Im Supermarkt. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Supermarkt. Zum ist die Richtung und in den Supermarkt bedeutet hineingehen, in den Supermarkt, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die verschiedenen Wörter, das Haus, der Bus und die Arbeit genauer an. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Setzen wir ein. Ich komme von der Arbeit zurück nach Hause. Ich fahre mit dem Bus von mir zu Hause, zur Arbeit oder in die Arbeit. Und noch einmal. Ich komme von der Arbeit zurück nach Hause. Ich fahre mit dem Bus von mir
Zu Hause, zur Arbeit oder in die Arbeit? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu das Nomen der Flughafen. Oben stehen die Fragen und unten die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu das Wort Büro. Rechts findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sind wir im Park und wir stellen uns die Fragen, wohin, wo und woher. Links die Sätze und rechts die Antworten. Fangen wir an. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Park. Wo bist du? Ich bin im Park. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder in den Park. Ich spiele im Park Fußball. Wir merken uns, bei der Wechselpräposition in steht Dativ bei wo und Akkusativ bei wohin. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Park. Wo bist du? Ich bin im Park. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder in den Park. Ich spiele im Park Fußball. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu die passenden Präpositionen in Bezug auf das Wort Auto. Links die Sätze und rechts die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommst du? Ich steige aus dem Auto. Woher? Aus dem Auto. Aus plus Dativ. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo im Auto? Plus Dativ. Wohin gehst du? Ich steige ins Auto. Wohin? Ich steige ins Auto. Ins ist Akkusativ, wohin ins Auto. Ich gehe zum Auto. Wohin? Das ist die Richtung. Wohin zum Auto? Zu plus Dativ. Und noch einmal alle Sätze. Woher kommst du? Ich steige aus dem Auto. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wohin gehst du? Ich steige ins Auto. Ich gehe zum Auto. Ich hoffe, dass euch die Sätze gefallen und geholfen haben. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und die beiden Nomen, die Party und das Fest. Unten findet ihr die Antwortmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen, woher, wo und wohin. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher, von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in, auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ. Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und die Antwort Straße und dazu einige passende Präpositionen. Unten findet ihr die Lösungen. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten auf die Straße. Nach unten und dann wohin auf die Straße? Akkusativ. Im ersten und im dritten Satz steht der Akkusativ. Das ist eine Bewegung. Im zweiten Satz der Dativ. Das ist ein Ort ohne Bewegung. Und jetzt noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten auf die Straße. Nach unten und dann wohin auf die Straße? Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben und Präpositionen an. Links stehen die Fragen und rechts die Antworten. Achtung, manchmal gibt es Personen und manchmal nicht. Setzen wir ein. Über wen spricht er? Über ihn. Sprechen über plus Akkusativ. Wen liebt er? Sie. Ich liebe dich. Das steht immer mit Akkusativ. Wovon hängt es ab? Davon. Abhängen von plus Dativ. Zu wem kommt er? Zu ihm. Kommen zu plus Dativ. Zu steht immer mit Dativ. Wofür bist du? Ich bin dafür. Sein für plus Akkusativ. Für steht immer mit Akkusativ. Worauf oder woraus besteht er? Darauf oder daraus. Worauf heißt im Englischen bestehen auf, insist und woraus bestehen aus, insist. Hier ändert sich je nach Präposition die Bedeutung. Woran merkt man das? Merken an plus Dativ. Und jetzt die Wiederholung. Über wen spricht er? Über ihn. Wen liebt er? Sie. Wovon hängt es ab? Davon. Zu wem kommt er? Zu ihm. Wofür bist du? Dafür. Worauf oder woraus besteht er? Darauf oder daraus. Woran merkt man das? Daran.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo, wohin und woher an und dazu passend das Pronomen ihr bzw. alle Pronomen. Setzen wir ein. Auf der rechten Seite finden wir die Antworten, auf der linken Seite die Fragen. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Von plus Dativ. Von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Bei plus Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Zu plus Dativ. Wir essen bei ihr. Bei plus Dativ. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Wir essen bei ihr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Bist du immer zu spät? Punkt, Punkt, Punkt. Hast du sie kennengelernt? Punkt, Punkt, Punkt. Ignorierst du mich? Punkt, Punkt, Punkt. Kommt die S-Bahn? Punkt, Punkt, Punkt. Geht er und mit? Punkt, Punkt, Punkt. Die Lösungsmöglichkeiten sind
A. Wo? B. Wer? C. Wann? D. Warum? E. Wie? F. Wen? G. Wohin? Und H. Wem? Manchmal passen zwei oder mehr Lösungen. Setzen wir ein. Warum bist du immer zu spät? Wo oder wie hast du sie kennengelernt? Warum ignorierst du mich? Wann kommt die S-Bahn? Wohin geht er und mit wem? Und jetzt noch einmal alle Fragen. Warum bist du immer zu spät? Wo oder wie hast du sie kennengelernt? Warum ignorierst du mich? Wann kommt die S-Bahn? Wohin geht er und mit wem? Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die vier Fragen wer, wen, wem und wessen an. Wer steht im Nominativ, wen im Akkusativ, wem im Dativ und wessen im Genitiv. Und jetzt zu den Sätzen. Punkt, 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 kommt mit. Punkt, 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 Stift ist das. Punkt, 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 hat dich angerufen. Punkt, 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 hast du geschrieben? Punkt, 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 hast du es geschickt? Punkt, 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 fehlt dir? Punkt, 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 fehlst du? Punkt, 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 hast du besucht? Und Punkt, 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 sucht dich. Setzen wir ein. Wer kommt mit? Wer Nominativ? Wessen Stift ist das? Wessen Genitiv? Wer hat dich angerufen? Wer Nominativ? Wem hast du geschrieben? Wem Dativ? Wem hast du es geschickt? Wem Dativ? Wer fehlt dir? Wer Nominativ? Wem fehlst du? Wem Dativ? Wen hast du besucht? Wen Akkusativ? Wer sucht dich? Wer Nominativ? Und jetzt noch einmal alle Sätze. Wer kommt mit? Wessen Stift ist das? Wer hat dich angerufen? Wem hast du geschrieben? Wem hast du es geschickt? Wer fehlt dir? Wem fehlst du? Wen hast du besucht? Und wer sucht dich? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Jetzt ist hoffentlich alles klar mit wer, wen, wem und wessen. Wenn das so ist, teilt es und gebt mir ein Like. Bis dann, tschüss! Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Jetzt kommt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort alle bzw. alles genauer an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Gute zum Geburtstag. Ich wünsche, Punkt, 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 einen schönen Tag. Punkt, 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 wird gut. Punkt, 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 in, Punkt, 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 bin ich zufrieden. Aber vor, Punkt, 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 allem mit dir. Punkt, 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 kann über, Punkt, 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 passieren. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Alle, B. Allen, C. Allem, D. Alles und E. All. Setzen wir ein. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen, Dativ Plural, einen schönen Tag. Alles wird gut, Nominativ. Alles in allem bin ich zufrieden. Das ist ein fester Ausdruck und bedeutet insgesamt. Aber vor allem mit dir. Vor allem bedeutet ganz besonders. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Alles kann überall passieren. Alles kann überall passieren. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Alles wird gut. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Alles kann überall passieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort manch bzw. manche genauer an. Manchmal gibt es hier mehrere Lösungen. Fangen wir also an. Warum verstehen das Leute nicht? Muss es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Leute werden es nie verstehen. Fällt es einfach nicht leicht. Es dauert mal eben länger. Warum verstehen das manche Leute nicht? Nominativ. Manchen muss man es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Manchen Dativ Plural. Manche Leute werden es nie verstehen. Nominativ. Manchen oder manchem
fällt es einfach nicht leicht. Dativ. Es dauert manchmal eben länger. Manchmal ist ein richtiges Wort. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Warum verstehen das manche Leute nicht? Manchen muss man es nur einmal erklären, anderen tausendmal. Manche Leute werden es nie verstehen. Manchen oder manchem fällt es einfach nicht leicht. Es dauert manchmal eben länger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Sein oder haben. Hier steht immer die Präsensform. Zuerst die Sätze. Ich, ihn gesehen. Du es schon gehört, dass er zurückgekommen, wir, uns gestern getroffen. Als er aus einem Geschäft gekommen, ich war überrascht, als ich ihm begegnet, Setzen wir ein, A. sein oder B. haben. Ich habe ihn gesehen. Hast du es schon gehört? Dass er zurückgekommen ist. Wir haben uns gestern getroffen, als er aus einem Geschäft gekommen ist. Ich war überrascht, als ich ihm begegnet bin. Merken wir uns noch einmal kurz, um das Perfekt zu bilden, verwenden wir haben und sein plus Partizip 2. Haben steht mit Verben der Nichtbewegung, und sein mit Verben der Bewegung. Jetzt noch einmal die Sätze. Ich habe ihn gesehen. Hast du es schon gehört, dass er zurückgekommen ist? Wir haben uns gestern getroffen, als er aus einem Geschäft gekommen ist. Ich war überrascht, als ich ihm begegnet bin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.